Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und liebe Freunde, im Namen der Organisationsgruppe der Europäischen Willy-Münzenberg-Arbeitstagung möchte ich Sie auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mich bedanken, dass so viele Menschen den Weg hierher gefunden haben von so vielen europäischen Forschungsplätzen hier gleich gegenüber. Ich sehe Stockholm, ich sehe Helsinki, wir haben Kollegen aus Amsterdam, aus Paris bei uns, aus Cardiff, auch aus Bochum und aus Hamburg sind Kollegen zu uns gekommen. Wir haben ostsozialisierte, westsozialisierte, jüngere Kollegen, Menschen, die schon ein bis zwei Semester länger in der Forschung stecken. Aus ganz verschiedenen Disziplinen kommen wir hier zusammen und ich glaube, in den nächsten zwei Tagen finden wir auch gut und genügend Gelegenheit, uns mehr auszutauschen, mehr voneinander zu erfahren. Der Raum hier, das ganz grob zur Orientierung für diejenigen, die durch unsere Tagung das erste Mal in das Gebäude entführt wurden, dieser Raum, der war einmal ein Speisesaal. Bis 1990 kamen hier die ganzen Drucker und die Setzer, die Zeichner, die Redakteure, all die Blattmacher der Zeitung Neues Deutschland zusammen. Sie stärkten sich bei Kantinenessen in den gemeinsamen Pausen. Ich weiß nicht, ob wir hier unter unseren Gästen Menschen haben, die sich noch daran erinnern können. Es waren damals über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Neuen Deutschland, die einzogen in das Gebäude, als es 1972 fertiggestellt und übergeben wurde. Während der Sanierung Anfang der 2000er Jahre wurde er umgestaltet, umgebaut und auch umgewidmet. Er bekam den Namen Willy-Münzenberg. Er ist heute der größte Veranstaltungsraum hier im Gebäude, das werden Sie unten registriert haben, sicherlich am Eingang, dass neben den etwas geschrumpften Abteilungen des Neuen Deutschlands heute eine breite Anzahl doch sehr verschiedenen Initiativen, Gruppierungen, auch Unternehmen Raum gibt, beherbergt. Nachdem der Raum den Namen Münzenbergs erhielt im Jahre 2006, stellte sich aber auch heraus, dass immer mehr Menschen, auch selbst hier im Haus, immer weniger mit dem Namen Münzenberg anzufangen wussten. Daraufhin entschied sich die Grundstücksgesellschaft, die Eigentümerin des Gebäudes, zu der Initiative, hier in diesem Raum ein Gesicht zu geben und mit Hilfe einer Ausstellung auch aufzuzeigen, inwiefern der Raum womöglich zu Recht den Namen Willy-Münzenbergs trägt hier und heute. Und was dann passierte, war für mich sehr faszinierend zu beobachten, denn daraufhin begaben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Grundstücksgesellschaft neben ihren eher verwalterischen Aufgaben tief hinein in die Niederung politischer und historischer, kultureller Bildung. Ich hatte die Ehre, sie dabei ein knappes Jahr lang begleiten zu dürfen. Und sie alle, die jetzt hier im Raum versammelt sind, sind sozusagen die Ersten, die das Ergebnis, also die Ausstellung, fast in seiner Gänze bewundern dürfen. Die 12 Tafeln hängen seit vorgestern Abend. Die Ausstellung trägt den Namen Das Verschwinden des Willy-Münzenberg, erste Fundstücke einer Freilegung. Grafisch und inhaltlich haben wir jede Tafel einzeln als ein Bruchstück konzipiert. Damit wurde natürlich gespielt mit dem Vorgang der Freilegung, also ganz im archäologischen Sinne, wenn etwas aus dem Boden ausgebuddelt wird und entstaubt und dann präsentiert wird. Wir haben diese Bruchstücke aber auch verstanden als Scherben eines Gesamtbildes, das sich für uns heute in Gänze nicht mehr zusammensetzen lässt. Eines Gesamtbildes der Zeit, in der Willy-Münzenberg wirkte. Eines Gesamtbildes des Wirkens von Willy-Münzenberg und auch der Art und Weise seines Wirkens insgesamt. Wir haben diese Bruchstücke auch verstanden als Scherben eines Spiegels, das uns mit dem Bild von Münzenberg konfrontiert, wie wir es uns machten oder noch immer machen. Um notgedrungen den Platz, der uns zur Verfügung stand, dafür hier Rechnung zu tragen, mussten wir uns auf ausgewählte Aspekte des Lebenswerks von Willy Münzenberg konzentrieren, in der Ausstellung andere Strecken, wie zum Beispiel seine Kampagnenpolitik, die Kongresspolitik von Willy Münzenberg,
Also von der Forderung nach Freiheit für Sacco und Vanzetti über die Weltfriedensbewegung bis hin zur antiimperialistischen Liga, die heute in Panel 1 schon thematisiert werden wird, mussten außen vor bleiben. Die 11 Tafeln jetzt im Einzelnen vorzustellen, fehlt mir die Zeit, aber Sie können mich gerne später ansprechen, sollten irgendwelche Fragen zu der Ausstellung aufkommen. Sie können auch gerne einige der Kolleginnen und Kollegen aus der Grundstücksgesellschaft ansprechen. Die sind mittlerweile so vertraut mit dem Thema Münzenberg, dass sie auch hier bei unserer eher wissenschaftlichen Tagung teilnehmen wollen und beiwohnen wollen.